Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Seid ganz herzlich gegrüßt hier von Abbotsford in diesem Allianz-Gottesdienst. Danke, dass du heute dabei bist, dass du eingeschaltet hast, um gemeinsam mit uns Gott anzubeten, von seinem Wort zu lernen und von ihm zu erbitten, was wir jetzt gerade in dieser Lebenssituation, wo wir drinnen sind, von ihm brauchen. Wir stimmen mit David ein, wenn er im Psalm 34 Folgendes sagt. Und ich lese uns aus Psalm 34 die Verse 2 und weiter. Dies ist Gottes Wort. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus all meiner Furcht. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauert. Lasst uns beten. Ja, lieber Vater, der du bist in dem Himmel, das wollen auch wir. Wir wollen dich loben alle Zeit. Wir sehnen uns nach der Zeit, wo wir es in deiner Herrlichkeit immer ungehindert tun werden. Aber heute fällt es uns schwer, dieses täglich in die Praxis umzusetzen. Manche Lebenssituationen machen es für uns zu einer großen Herausforderung, dich zu loben. Danke, dass du uns verstehst. Danke, dass du heute bei uns bist und uns das schenken wirst, was wir gerade heute brauchen. Segne diesen Gottesdienst uns zur Stärkung und dir zum Preis. In Jesu Namen. Amen. See you.
Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir befinden uns an diesen Sonntagen in einer Predigtreihe über den Philipperbrief. Stehen geblieben waren wir in Kapitel 3, wo uns Paulus gerade seine eigene Story erzählt. Etwa so: Aus einem fanatischen, religiösen Christenverfolger ist ein hingegebener Christus-Nachfolger geworden. Damals auf dem Weg nach Damaskus hatte er innerlich eine Kehrtwende um 180 Grad gemacht. Und wie wir am letzten Sonntag lasen, ist Paulus jetzt einzig und allein auf Christus ausgerichtet. Alles andere achtet er für Kot, wie Luther unverblümt übersetzt. Mist, würden wir etwa sagen heute. Und es geht ihm nicht mehr um seinen eigenen Verdienst, nicht mehr um vermeintlich gute Taten, nein, sondern nur noch um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Und in dieser geschenkten Gerechtigkeit verankert, möchte er sich nun ganz auf den Willen Gottes ausrichten. Wenn Paulus in Vers 11 sagt, dass er zur Auferstehung gelangen möchte, dann sollten wir nicht denken, dass er sein Seelenheil als gefährdet ansah. Ihm wurde jetzt schon die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Aber er möchte wachsen. Er möchte in seinem Denken und Reden und Handeln Jesus ähnlicher werden. Darauf ist er ausgerichtet. Und das ist sein neues Lebensziel. Er will seine Berufung als Christ ausleben. Und das steht in unserem heutigen Text. Ich lese uns die Verse Kapitel 3, 12 bis 16. Ich nutze hier übrigens die neue Genfer Übersetzung. Die mag auch für einige von euch neu sein. Aber vielleicht ist diese Formulierung auch eine Hilfe für uns. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles dran, um ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilnahme an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit geben. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall abbringen lassen. Soweit Gottes Wort zunächst. Das sind wuchtige Aussagen, nicht wahr? Paulus ist seit mehreren Jahren Christ. Inzwischen ist er wohl etwa 60 Jahre alt. Wahrscheinlich wurde er etwa 3 oder 4 Jahre später hingerichtet, was er natürlich jetzt beim Schreiben dieses Briefes nicht weiß, obwohl er die Möglichkeit seiner Hinrichtung offen nennt. Er ist ja schließlich gefangen in Rom. Paulus blickt jetzt als Christ auf einen volles Christenleben zurück. Aber er setzt sich nicht zur Ruhe. Er bleibt Lernender, ein Streber im geistlichen Sinne. Er lehnt sich nicht zurück und sagt nicht etwa: Guck mal, was ich alles erreicht habe.
Wenn er sich in Vers 17, was wir noch lesen werden, als Vorbild darstellt, dann weil er wusste, dass er als Jünger Jesu auf dem richtigen Lebensweg war, nicht, dass er stolz war auf seine eigenen Leistungen. Viele von uns sind auch schon in die Jahre gekommen. Und viele von uns sind auch schon, wie Paulus, mehrere Jahre mit Christus unterwegs. Merkt man das an? Merken unsere Kinder und unsere jüngeren Glaubensgeschwister diese Ausrichtung auf Jesus an, von der hier im Text die Rede ist? In unserem gelesenen Text schaut Paulus nicht zurück, sondern nach vorne. In Vers 13 sagt er, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir nicht in falscher Weise zurückschauen, was wir schon alles erreicht haben. Denken, wir sollten nicht denken etwa, das waren noch Zeiten, wir waren richtige Kerle. Guck mal, was wir alles geleistet haben. Aber heute, was ist mit der heutigen Jugend von heute? Liebe Leute, mit dieser Haltung und solchem Gerede helfen wir keinem. Auch wenn uns viele gegenwärtige Entwicklungen Sorge bereiten, sollten wir uns der Gefahr bewusst sein, vor der uns der Prediger in dem Buch im Alten Testament warnt, wenn er sagt, sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Also, wir sollen uns bewusst nicht auf unsere Leistungen der Vergangenheit, mit diesen beschäftigen. Aber auch nicht mit unseren Niederlagen von damals, mit dem Verpassten, mit den lähmenden Problemen von damals. Das entmutigt nämlich. Das legt uns lahm. Hierfür gibt es die Vergebung in Christus und in ihm die Kraft, weiterzumachen. Unser Orientierungspunkt liegt nicht hinten, sondern vorne. Wir wollen nach vorne schauen und Christus wohlgefälliger werden. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Und eines Tages, wenn wir bei ihm sind, werden wir ihm ganz ähnlich sein, wie uns im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 gesagt wird. Mit den Worten unseres Textes hier in Kapitel 3 wollen wir das ergreifen, wofür wir von Christus ergriffen worden sind. Eine gute Formulierung, nicht wahr? Das ergreifen, wofür wir von Christus ergriffen worden sind. Und was ist das? Nun, was hat uns Paulus in Kapitel 2 gesagt? Dass wir uns nicht auf uns selbst nur, sondern auch auf andere achten sollen. Vers 4. Und dabei weist er auf zwei überraschende Vorbilder hin. Zum einen auf den jungen Timotheus, den er nach Philippi schickte, weil er sich so redlich um ihre Anliegen sorgen würde, dieser junge Bruder. Und zum zweiten weist er auf den unbekannten Epaphroditus hin, mit den Worten, dass wir solche Leute in Ehren halten sollen. Denn Epaphroditus war für das Werk des Christus dem Tode nahegekommen und hat sein Leben gering geachtet, um mir, das heißt Paulus, zu dienen an eurer, das ist anstelle der Philippa. Diese Leute lebten für andere. Jesus nacheifern, Jesus heißt eben für andere da sein. Aber es gab auch Christen, die nicht vorbildlich lebten. Und hier musste Paulus leider auf einige seiner eigenen Mitarbeiter hinweisen, wie wir in 2,21 lesen. Sie suchen alle ihr eigenes und nicht das,
was Christi Jesu ist. Tragisch, ne? Halten wir einen Augenblick inne. Können andere die Gesinnung und den Lebensstil von Paulus und Timotheus und Epaphroditus in uns sehen? Versuchen auch wir, das zu ergreifen, wofür uns Christus ergriffen hat? Oh, und noch eines. Paulus behauptet nicht, dass diese Vorbilder vollkommen sind. Auch die Philipper nicht, über die er in Kapitel 4 einiges Gutes sagen wird. Lesen wir noch einmal die Verse 15 und 16. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen, gemacht hat, wollen uns ganz aufs Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Hier sehen wir, wie unser gnädiger Gott seine Kinder, die auf ihn ausgerichtet sind, liebevoll führt und weiter im Glauben wachsen lässt. Und jetzt kommen wir zu Vers 17. Liebe Geschwister, hier sehen wir, wie wichtig es ist, die rechten Vorbilder zu haben. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Diesen Hinweis, diesen Rat bekommt die junge Gemeinde von ihrem Gründer, von ihrem Vater im Glauben. Es betont das, was er als wichtig sieht, nämlich dicht bei Christus sein, richtige Vorbilder haben. Und jetzt folgt was ganz Schlimmes. Es lauert nämlich eine große Gefahr in Philippi, vor der Paulus ernsthaft warnt. Und übrigens ist es eine Gefahr, die nicht nur damals war. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie eigentlich sich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wow. Ob diese Leute in der Gemeinde eingedrungen waren, ob es sich hier um ihre Nachbarn oder vielleicht gar Verwandte handelt, wissen wir nicht. Aber klar ist, dass sie bedrohlich nah sind. Und sie sind keine Christen, sondern Feinde des Kreuzes Christi. Jesu Sterben an unserer Stelle ist die Mitte des christlichen Glaubens. Wer das leugnet, ist kein Christ. Nein, für diese Leute war ihr Bauch Gott und deshalb ihr Ende das Verderben. Vergnügen jetzt, worauf ich Lust habe, her damit. Wenn nur die Gegenwart zählt und wenn es nach diesem Leben nichts gibt, keine Auferstehung, dann gilt die Maxime, die Paulus einmal den Korinthern sagte: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Nein, so nicht. Aber solche Leute stellten sich irgendwie als Vorbilder dar. Nicht Christus, nur Vergnügen. Nicht Ewigkeit, nur jetzt. Auch heute gibt es solches Denken und Leben. Sowas darf bei uns Christen nicht Fuß fassen. Diese Warnung war nicht nur damals dort nötig und wichtig, sie ist es auch für uns heute. Wie gut, dass Kapitel 3 und diese Predigt nicht mit diesen Versen enden. Lesen wir den Rest des Abschnittes 20 und 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn.
Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat auch die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Liebe Geschwister, wir leben hier in Abbotsford, aber sind jetzt schon Himmelsbürger. Hier ist mein kanadischer Reisepass. Ich bin stolzer Kanadier, aber ich bin noch stolzer auf Jesus, der mir einen viel wichtigeren Passport gegeben hat. Und auf diesen Jesus warten wir. Er könnte heute schon kommen. Leben wir auch in dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus jeden Augenblick wiederkommen könnte? Und dann wird dieser alte Körper im Nu verwandelt. Dann werde ich einen Body haben wie Jesus. Nichts mit Krebs und Hexenschuss und Parkinsons. Meine Hörgeräte werde ich hier lassen. Und all das Neue an uns wird Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Wollen wir doch heute beim Mittagstisch uns darüber austauschen, unsere Vorfreude darauf miteinander teilen. Was für ein wunderbarer Bibeltext, diese Verse 12 bis 21 in Kapitel 3, die uns in den letzten Minuten beschäftigt haben. Wir sind ermutigt worden, unsere Berufung in Jesus auszuleben. Wir sind dringend und liebevoll vor einem falschen Lebensweg gewarnt worden. Und zum Schluss hat uns Paulus einen Vorgeschmack auf Jesu Wiederkunft und den Himmel geschenkt. Ist das nicht wunderbar? Hier muss ich allerdings noch ein ganz wichtiges Wort hinzufügen. Wenn du diesen Herrn Jesus Christus, um den sich alles dreht, nicht kennst, wenn du ihn nicht schon in dein Leben eingeladen hast, ihn noch nicht im Glauben angenommen hast, dann tu es jetzt. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben. Er entscheidet über die Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Hab Dank, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Hab ausdrücklich Dank für das Vorbild von Paulus und Timotheus und Epaphroditus, ja auch von dieser Gemeinde. Und Herr, hilf du uns, auf diesem Lebensweg mit ihnen zu gehen, wo du, Herr Jesus, die Mitte bist und wo wir darauf ausgerichtet sind, dich besser kennenzulernen, dir treuer nachzufolgen und hier auf dieser Erde deine Botschafter zu sein für Menschen, die dich noch nicht angenommen haben. So segne du uns, lieber Vater im Himmel, im Nachdenken über dies dein Wort und möge es mit uns gehen in die neue Woche. Und so befehlen wir uns dir und deiner Gnade an. Amen.
selbst wenn ich mich niederlege, wär mein Hort, wenn früh ich stehe auf, wär mein Brater an der Scheide wege und mein Trost beim rauen Pilgerlauf und mein Trost beim rauen Pilgerlauf. Bei dem Herrn will ich stets Einkehr halten, er sei Speis und Trank und Freude mir. Seele hier, im Befehl, ich bleib und Seele hier. Bis es Abend wird für mich in Lieden und der Ruf zur ewigen Heimat hin. Bis mit ihm ich gehe ein zum Frieden, sein Ziel, der Himmelsgast nicht bin, wo sein Ziel, der Himmelsgast nicht bin. Wir danken Doyle für die segensreiche Botschaft und ich lade ein, unser Haupt zu neigen zu diesem Schlussgebet und dem Segen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.